140 steht drauf, 140 ist drin und Mike sagt, wenn ich davon jetzt noch 100 Stück hätte, dann könnte ich die sofort verkaufen. Das ist Gänsehaut-Feeling pur. Es ist diesmal grün, so ein bisschen NATO-Look. Ja, ich grüße dich, Mike. Ja, du bist hier der Verkaufsleiter von Riegelsberg Recycle und ein solches Fahrrad hier zu haben, ist wirklich schon sehr ungewöhnlich, denn eigentlich sollte es erst im März kommen. Ja, genau. Also ja, die ersten Modelle auch in kleineren Größen hätten wir auch schon eher bekommen sollen, aber da gibt es wie überall halt Lieferverzögerungen. Jetzt sind wir einer der ersten Händler, der dieses Rad halt vorstellen kann. Und dementsprechend nutzen wir diese Plattform natürlich auch, um den Kunden das Produkt zu präsentieren und natürlich auch hier vor Ort natürlich schnellstmöglich an die Kunden zu übergeben, die natürlich auch jetzt im Dezember immer schon auf ihr Rad warten, obwohl sie es vielleicht eigentlich erst im März fahren würden. Ja, du kommst aus Erfurt ursprünglich, oder? Nein, aus der Nähe von Leipzig, aber Erfurt ist nicht so weit weg. Mhm. Ja. Da haben wir auch Kunden, die sich dafür interessieren. Ich zeig's mal, du bist nämlich oft am Telefon dran, wenn jemand anruft, nationales Geschäft, hier im Versandhandel bei Recycle. Und ich wollte dich einfach mal nur kurz vorstellen. Du hast eben schon gewunken, also ich habe so viel Arbeit im Moment, ja. Ich lasse dich mal los. Mike, dein Nachname? Lex, L-E-X. L-E-X, Mike Lex, heute 9. Dezember. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ja, alles erledigt. Also glücklicherweise. Da ist schon ein 140er, nehme ich an, oder? Unter Weihnachtsbaum. Nein, Fahrräder gibt es bei uns dieses Jahr nicht. Tschüss, Mike. Danke erstmal. Der Mike ist ein Cooler, muss man sagen. Wir haben ja mal kurz mit reingenommen, dass die Leute mal ein bisschen sehen. Wir sind nämlich hier im Versandhub von Recycle. Es geht noch gerade so, aber viele Kunden holen ihre Räder nicht ab. Das war ein Problem, was wir so vor 2-3 Jahren noch nicht hatten. Das heißt, du hast viele Fahrräder, die schon verkauft sind. Die Kunden sagen aber, ja, das Wetter ist jetzt schlecht, ist noch zu kalt und so. Und ich hole es ab im März. Ja, das Problem, oder was heißt Problem, wir merken das so jetzt gerade in den letzten 4 Wochen, wo natürlich das Wetter umschlägt und viele sagen, oh, bei dem schlechten Wetter will ich jetzt kein neues Fahrrad fahren. Aber wir müssen da auch ein bisschen auf die Tube drücken. Wir kriegen momentan viel Ware, es sind viele Vorbestellungen da. Die Werkstatt rotiert in allen Bereichen, damit diese auch fertig werden. Die Verkäufer stehen parat für die Auslieferung dann halt auch. Man sollte das jetzt natürlich auch in der ruhigeren Jahreszeit nutzen, weil wir uns noch individueller, noch mehr Zeit auch für den Kunden nehmen können, um Setup etc., also dass das Rad wirklich perfekt für den Kunden hier halt auch rausgeht. Das ist teils, teils. Aktuell gibt es auch Kunden, die vielleicht in Quarantäne sind, da muss man natürlich dann auch Verständnis haben, aber dadurch, dass wir momentan wirklich extrem gut beliefert werden von Cube, wir sehen es ja hier, kein anderer Hersteller oder nur, ich sage jetzt mal 2, 3, die aktuell dieses System schon ausliefern im gesamten Markt, ist Cube dann halt immer komplett vorne mit dabei. Und deswegen können wir hier auch relativ zeitnah, unabhängig das, was auf Messen gewesen ist, das sind ja nur Ausstellungsräder, hier reden wir jetzt von einem Fahrrad, was ein Endverbraucher mitnehmen kann. Also wir hätten ja auch ein Video schon über das neue System viel, viel früher machen können, nur hier reden wir von einer fertigen Version. Die natürlich extrem natürlich begeisternd ist, wenn Kunden hier reinkommen, Leute holen die Fahrräder nicht ab, ja, und die sehen ihr Wunschfahrrad, wie zum Beispiel dieses neue Stereo TM. Und wer sich ein bisschen auskennt, wir reden hier über ein Fahrrad von 5.400 €. Stimmt das? Genau, 5.399 € kostet das Rad. Und es hat, darf ich mal ganz kurz? Ja. Ich zähle mal auf, ja, weil ich kriege richtig Gänsehaut, ja. Nicht irgendeine Fox-Dämpfereinheit ist da drin, sondern, das werden wir gleich erfahren, eine Fox 36 ist mit drin. Es ist dieses neue Dings-Kühlungsverfahren mit drin, ist das so? Wir haben hier ein Magura-System, was im Gesamt natürlich 4-Kolben-Bremsanlage. Wir haben ja bei dem TM ein Rad, was ein bisschen mehr Federweg hat und sicherlich halt auch eine Bremse. Die standfest. Wie du das hier in der Scheibe, das meinst du, ne? Ja. Die einfach auch von der Kühlung her deutlich besser ist, damit also, sie nicht so schnell heiß läuft. Dann habe ich mit drin diese Bremsanlage natürlich gleich zweimal, obwohl ich sie hinten gar nicht so bräuchte, ist sie trotzdem drin, weil da kann man die Scheibe auch von vorne nach hinten wechseln. Das ist der Vorteil. Dann habe ich das neue Bosch-System mit drin, mit 750 Wattstunden Akku. Da gehen wir auch gleich mal drauf ein. Wir haben mehrere Fahrräder gefilmt. Wir werden immer schlauer jetzt, denn die kamen erst gestern. Und last but not least haben wir die Verbindung Rahmen. Der Hinterbau ist aus Alu, wie ich gerade sehe, und genau. Eine SRAM. Mal kurz mal gucken. Eine SRAM. Schaltgruppe auch mit verbaut. Ich glaube, eine NX müsste drauf sein. Ja, ist so. Ist, ne? Ja, also eine gesamte Kombination. Hier geht es bei dem TM ja immer noch mal um den Faktor,
Noch robuster vom Einsatzzweck her, noch traillastiger, wie im Vergleich zu den Modellen SLT, SL oder EXC. Das macht den Unterschied aus. Vorne ein bisschen mehr Federweg, hinten 140, wie auch das Ganze dann halt auch angibt. Der Dämpfer ist jetzt auch kein klassischer Fox-Dämpfer, also wir haben noch ein bisschen mehr Performance-Möglichkeiten mit dem Biggie-Pack halt auch, weil das Rad einfach von der Ausrichtung her noch traillastiger irgendwo ausgelegt. Das Rahmen ist jetzt hier auch relativ groß. Ich glaube, wir haben 22 Zoll. Das steht jetzt mittlerweile, also XL ist ganz große Rahmengröße. Deswegen wirkt der Dom hier auch relativ lang und groß. Man hat zu dem Modelljahr 2022 im Vergleich zu 2021 zum einen ja den größeren Akku hier mit einpflanzen müssen, zum anderen aber auch am Rahmen selber von den Wandstärken, von der Dimension was verändert, um das Gewicht auch nochmal ein bisschen nach unten zu drücken, weil klar, der größere Akku ist folglich halt auch schwerer. Der Rahmen, der erinnert mich an eine andere Marke, die ich mal gesehen habe, die du auch führst, mit diesem fast durchgehenden Oberrohr im Vergleich zum Hinterbau. Das ist so eine durchgehende Linie, die mit dabei ist. Mhm. Das heißt, bei den größeren Rahmengrößen verlängert sich hier dieses Element. Entscheidend war oder ist natürlich halt auch die Überstandshöhe deutlich angenehmer zu machen, ne? Weil viele Hersteller, beispielsweise auch bei Highbike, die haben jetzt für das Modell ja 22 richtig viel dafür getan, ist die Überstandshöhe zu hoch. Also wir haben wirklich bei Highbike immer das Problem bei manchen Kunden mit kurzen Beinen, die können nicht über dem Oberrohr stehen. Und das hat Cube auch verändert, um hier wirklich im Hardtail-Bereich, in dem Bereich hier, die Überstandshöhe so gering wie möglich zu halten. Bitte mal zeigen, also dass wir das mal sehen. Das ist eigentlich jetzt ein Rahmen, der wäre schon eigentlich ein bisschen zu groß, oder ginge das noch, ein XL? Ja, ich könnte jetzt, sage ich mal, XL fahren, aber aus Performancegründen würde ich immer auf ein 20 Zoll oder L gehen. Etwas leichter, oder? Nee, einfach von der Wendigkeit her, weil das ist ja schon ein Schiff hier. Ne? Ja, aber es gibt ja Leute, die groß sind, und es gibt Leute, die sagen, ich will ein Schiff, weil ich fahre auch viel normale Straße, ich brauche Laufruhe. Steht außer Frage, aber hier ist es jetzt natürlich halt auch so, wenn ich es jetzt mal rein auf die Größe beziehe, der Sattel müsste jetzt noch ein Ticken weiter raus vielleicht, aber auch nur minimal. Ich versuche das mal gerade. So, das wäre jetzt so die Höhe. Das heißt also, die Sattelstütze müsste für mich weiter rein, weil die Absenkung schon noch mal ein Ticken weiter raus. So, jetzt steig mal ab, und da sieht man nämlich den Unterschied. Nein, absteigen und mal gerade draufbleiben. Ampelbetrieb. So, du stehst jetzt hier, und das ist noch viel bequemer geworden, weil... Jetzt habe ich eine 91er Schrittlänge. Viele fragen in den Videos auch, Mensch, wie groß ist denn der Nico? Also ich bin 1,84 groß, 91er Schrittlänge, Verhältnis relativ lange Beine, und habe aber hier noch, sage ich mal, genügend Luft, um selbst das Vorderrad anzuheben. Und du bist jetzt ziemlich weit vorne im Moment. Genau, und ich würde jetzt eigentlich, klar, kann ich jetzt noch zurückgehen, dann wird es noch weitergehen. Also das ist besonders wichtig, wenn du mal aus irgendwelchen Gründen einfach mal absteigen musst, weil der Trail einfach so unüberwindbar ist, dass du mal nicht nebenan runterspringen kannst. Und viele gehen danach. Das heißt, du kannst theoretisch eine Rahmengröße größer fahren, theoretisch. Ich könnte das fahren. Also das Einzige, wo wir jetzt hier bedenken müssen, ist so gesehen, dass jetzt hier, wenn ich sie maximal rausfahre, dass der Bereich ist, wo die Sattelstütze weiter rein muss. Das heißt also, wenn ich jetzt nur 85er Schrittlänge habe, dann reicht das hier nicht mehr, das sind keine 5 cm mehr. Ist aber ein Riesenfortschritt. Das heißt also, wenn du jetzt Vater und Sohn, der Sohn ist ein bisschen größer, der könnte das Rad vom Vater fahren. Wir nutzen das halt auch viel für Probefahrten. Ne? Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich stelle das mal gerade auf dich ein, dass wir jetzt die Höhe, dann müssen wir da jetzt nicht erst Sattelstütze rein oder raus. Nachher wird es aber so abgestimmt, wie ich es eben schon gezeigt habe. In meinem Fall sage ich jetzt einfach mal, 4 cm kommt die Sattelstütze weiter rein. Das heißt, wenn ich sie ganz rausfahre, ist das meine optimale Sattelhöhe. So, stell's mal bitte rein nochmal, das Fahrrad, dann gehen wir mal auf ein paar Komponenten ein. Und wenn du mal so nett bist, das Hardtail, was wir am Anfang gefilmt haben, wenn du mal das gerade mal herholst, denn das brauchen wir gleich mal. Du hast nämlich die App gekoppelt. Wir zeigen heute das neue BES 4 System von Bosch. Und das System ist ja bei allen Rädern gleich, die wir heute gefilmt haben. Wir haben 3 Stück mit dem BES 4 System gezeigt. Das ist das Hardtail. Das hier ist das EXC von Cube, und das hat es auch, und da haben wir den Vorteil, da hast du dir ja bereits die App gekoppelt, und wir können einfach mal ein paar Sachen zeigen, die wir drüben nicht zeigen können, und da sieht man auch mal den Unterschied, jetzt mal allein die Rahmengröße und die Mächtigkeit von dem oberen Fahrrad, da sieht das EXC, das Reaction EXC, das ist ja auch schon ein großes Fahrrad aus, wie ein Kinderfahrrad. In dem Fall jetzt 19 Zoll, aber klar,
das ist halt schon viel, viel größer. Ne? Nicht nur, weil es jetzt auf dem Podest steht, sondern generell. Zur Erklärung, wir haben ja, entscheidend ist ja jetzt auch hier viel über das neue Bosch-System halt zu zeigen. Deswegen können wir das zum Beispiel auch auf dem Rad hier machen. Warte, ich zeig's mal. Ist An- und Aus-Funktion, ich gehe mal ein bisschen rüber, dann kannst du das besser filmen. Ja. An- und Aus ist quasi der obere Schalter hier. Warte, ich zeig das mal. Da, wo der Daumen ist. Drückst du einmal drauf, genau, dann geht's an. Genau. Es bootet. Das System bootet jetzt im Endeffekt. Das geht schnell, muss man sagen. Das geht schnell, ja. Hier ist im Prinzip der Ladezustand des Akkus. Hier haben wir das Farbdisplay, was den jeweiligen Modi angeht. Den Modi verändere ich hier. Heißt also lila, rot wäre jetzt Turbo. Das ist der EMTB. Das ist der Tour Plus. Und das ist der Eco-Modus. Und wenn es ganz aus ist, ist es der Offline-Modus. Also du hast ja zwei Displays quasi. Du hast ein Display ohne, ich sag mal, ohne Bildschirm. Streng genommen ein Remote, also ein Steuergerät, was aber auch die Grundfunktionalität des Ladezustands und des Modis zeigt. Ne? Also man muss immer noch hier mal dazu erklären, wie in den anderen Videos auch, ich kann dieses System komplett ohne das neue Kiox 300 verwenden. Also Display abmachen würde gehen? Display abmachen, hier nur über den Remote. Ich sehe, wie mein Akkuzustand ist. Ich sehe, in welcher Unterstützungsstufe ich bin. Hier sieht man ja, wenn du jetzt nochmal auf das Display gehst, das obere Menü ist quasi, Moment, das muss ich kurz bestätigen, ist quasi, um durch das Menü durchzugehen. Heißt links und rechts, wische ich hier rüber. Das geht über den oberen Schalter. Der untere Schalter ist hoch, runter, der jeweilige Unterstützungsgrad. Und hier haben wir dementsprechend auch noch einen Button zur Bestätigung oder für in ein Menü hineinzugehen. Wie gesagt, das System kann ich auch abnehmen. Zur Information, ich ziehe es runter. Man sieht das hier so ein bisschen, ne? Und hebel es einfach raus. Das ist der Mechanismus. Jetzt ist gerade das System runtergefahren. Kannst du es jetzt mal einschalten ohne Display? Ja, klar. So, und das würde jetzt gehen. Also wenn das Display, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen weg wäre, kann ich immer noch losfahren. Genau, das heißt, ich habe jetzt immer noch Unterstützungen oder Ähnliches oder sehe den Ladezustand. Ich sehe aber jetzt zum Beispiel nicht mehr meine Durchschnittsgeschwindigkeit oder Ähnliches. Bosch hat das System so angelegt, zum einen, dass ich das hier mit rein nur bedienen kann. Wenn ich jetzt, also es kommt auch immer auf den Hersteller drauf an, ob er das in der Erstausrüstung mit dabei hat. Im Falle von Cube ist jetzt auch das Kiox 300, was nur ein Display ist. Also ich habe keinerlei Tasten oder Ähnliches für irgendwas zu drücken. Ja, wenn du es mal gerade drehst und einfach mal stillhältst, dann zeige ich mal gerade die Rückseite, weil das die Leute, okay, danke. Das ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger, also es überträgt quasi nur die Daten und macht es ersichtlich. Und jetzt sagt halt Bosch, okay, jetzt können wir noch den Weg auf die neue App gehen. Und die neue App ist, in dem Fall ist es dann mit meinem... Ich zeig mal was, das Display ist jetzt weg. So, und trotzdem geht die App noch, oder? Und trotzdem geht die App noch, ja klar. Also ich mache das jetzt an. Und wir sehen direkt, dass das System oben sich verbindet. Hier. Mhm. Ich sehe den Batterieladezustand, ich sehe meine Reichweite. Also alle diese Sachen sind hier in der App verbunden. Jetzt habe ich ja hier an dem Rad den Halter für das Kiox. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur den Remote und möchte aber irgendeine Funktion haben, will aber nicht ein teures Kiox-Display kaufen, dann kann ich jetzt zum Beispiel hier mein Telefon auch positionieren. Da gibt es Halterungen für, nicht nur von Bosch selber, da gibt es auch im Zubehörbereich jede Menge Sachen. Und dann kann ich alle Funktionalitäten, egal ob das, was ich jetzt hier habe, oder zum Beispiel die Karte, in der ich natürlich dann ganz normal auch zoomen kann. Es geht auch das Tracking, das heißt... So, das Ganze geht übrigens in Echtzeit. Das haben wir gezeigt in dem anderen. Also du hast das Rad mal ein bisschen gedreht, hast es geschoben und dann wird sogar die Geschwindigkeit wird angezeigt, es wird die Gangstufe angezeigt. Jetzt kommt es aber noch besser. Er zeichnet alles auf dann. Ich kann mir die Fahrt anschließend angucken. Richtig. Das, was wir jetzt eben getestet haben, siehst du hier in deiner Statistik. Das heißt, hier siehst du quasi jetzt die Fahrt, die wir ja nur vorgespielt haben. Heißt, ich habe das Rad im Ständer gedreht. Und du hast quasi abgelesen und so läuft halt die Statistik auch weiter. Wenn wir jetzt wieder losfahren würden, würde automatisch eine neue Statistik aufgehen. Ich sehe sogar die Höhenmeter, sehe ich sogar, die ich erreicht habe. Also ich kann wirklich viel sehen, dass die Bikefahrt... Du würdest so gesehen auch erkennen, wo Streckenverlauf ist. Ne? Also in welchem Bereich, welche Region, wo du unterwegs gewesen bist. Selbst das ist dann alles ersichtlich. So, jetzt kommt es noch viel cooler. Komm mal bitte zu mir.
dann kann ich es besser filmen, denn du kannst jetzt Programmierungen vornehmen an dem Handy. Und da kannst du zum Beispiel die Agilität des Motors, der Fahrstufe einstellen. Das war vorher nicht möglich. Richtig, das kennen wir vom Shimano-System, wo ich den jeweiligen, ich sage jetzt mal, Boost-Modus in drei verschiedenen Modis einstellen kann. Das läuft auch über eine App. Und jetzt können wir das auch bei dem Bosch-System machen, aber nur im Turbo- und im Eco-Modus. Warum? Weil der EMTB und der Tour-Plus-Modus intelligente Systeme sind, die sich selber ja quasi anpassen. Das heißt, ein EMTB-Modus nimmt sich ja die komplette Reichweite, die komplette Bandbreite und ist so gesehen die Automatikschaltung und Unterstützung. Je nachdem, wie viel Trittfrequenz du hast, desto mehr Unterstützung bringt er dann halt auch. Jetzt gehen wir mal in den Turbo-Modus und wir haben hier vier Obermenüs, wo wir den Unterstützungsgrad, die Dynamik, die maximale Geschwindigkeit und den maximalen Drehmoment verändern können. Heißt jetzt mal in dem Fall hier, sage ich, ich will im Turbo-Modus aber nur 40 Newtonmeter. Das wird jetzt keiner machen, aber wäre hier drüber einzustellen. Oder ich hätte gerne, nehmen wir mal die Dynamik, eine stärkere Dynamik des Motors, also bis 5 plus oder bis 5 minus runter. Es geht darum, Dynamik bedeutet, das ist aber jeweils nochmal per Text erklärt, ich trete jetzt rein, wie schnell reagiert der Motor auf das Reintreten? Also nimmt er sich ein bisschen mehr Zeit und kommt langsam oder ist er sofort da? Genau, also es ist super gut erklärt, Beschleunigungsverfahren beim Anfahren. Das ist die Dynamik. Jetzt hast du mir die ganze, jetzt haben die Leute da draußen gedacht, ich wüsste das. Ich habe es nur abgelesen. Es steht nämlich drauf. Hab's nur anders formuliert, ich habe es nur abgelesen. Ja, aber ich habe es moderiert, denn es ist alles schön erklärt in der App. Das heißt, steht immer was dabei, was es ist. Das ist ja ganz neu. Genau, also es ist wirklich absolut intuitiv, einfach erklärt. Ich glaube, die Leute ersticken ja heute auch in verschiedenen Systemen und Möglichkeiten und das Komplexe will halt auch keiner so haben. Sag mal, Unterstützung, was kann ich da machen? Kannst du auch wieder plus 5 oder minus 5. Das ist die Bandbreite, die du hier wählen kannst. Ne? Also das heißt, ich kann das noch ein bisschen feintunen. Außer, wie gesagt, natürlich Geschwindigkeit, kannst du sagen, ah ja, maximal 19 km/h. Ist toll, wenn du jetzt Kinder hast und sagst, okay, wir wollen, dass das Kind nicht schneller fährt wie wir und hat einen Motor drin, dann kann man sagen, nur 20 km/h oder einfach nur 24 oder 23 oder 22, dann müssen alle aufs Kind warten. Das heißt, es ist nicht so, dass das Kind irgendwann mal weg ist. Ja, ist ja sowieso bei manchen Kinderrädern Drosselung auf 20 km/h, damit auch der Erwachsene immer der Schnellere ist oder halt auch, sage ich mal, ihn erreichen kann, bevor der einem wegfährt oder eine Unfallsituation entsteht. Weil viele gefragt haben, warum 20 km/h, aber das kann ich hier einstellen. Was ich am genialsten finde, sind die Newtonmeter, denn das hat sehr praktische Vorteile. Du hast jetzt 40, aber zum Beispiel ein sinnvoller Wert wäre zum Beispiel 75 oder 70 Newtonmeter. Zum Beispiel. Und der Kunde kann es selber machen. Er braucht jetzt nicht uns als Händler, der sagt, ey, könntest du mal mein Rad von 85 auf 75? Auch das ist ja beim aktuell immer noch bestehenden Best-3-System von Bosch vorhanden, dass wir sagen, okay, wollen Sie 75 Newtonmeter in der Software oder wollen Sie 85? Das eine ist mehr Reichweite, das andere ist mehr Power. Ne? So im Direkt. So, ich kann es selber einstellen. Also das ist schon mal ein Riesenvorteil. Aber genial sind die Stecker, die müssen wir doch mal zeigen. Denn vielleicht zeigen wir die Stecker, das System haben wir soweit erklärt. Wenn du das Rad mal gerade wegnimmst, das Graue, dann zeigen wir mal die Stecker, denn da haben wir schon heute einiges gelernt zusammen. Das System ist wasserdicht natürlich und man kann die Kabel komplett selber wechseln. Ja, selber wechseln schlussendlich ja nur, wenn es kaputt ist. Aber die Steckverbindungen sind sehr, sehr einfach. Das heißt, ich ziehe jetzt hier nur an dem System oder an dem Stecker. Zum Beispiel einen Lenker baue ich ab. Genau. Einen neuen Lenker als Kunden kann das. Ja, dann kann ich die einfach abziehen, kann die selber machen. Zum Beispiel. Muss jetzt nicht irgendwie versuchen, das Display, bloß weil das Kabel fest dran ist. Entscheidend ist nur, dass immer diese weiße Linie, die hier ist, auch hier unten sehen wir die, dass es immer auf diesem Punkt halt auch verbunden wird. Also weiß auf weiß. Weiß auf weiß, weil sonst zerdrücke ich die Anschlüsse. Und hier sehen wir die Dichtung ja schlussendlich auch. Und die Dichtung ist genau der Punkt, wo ich dann beim Drücken merke, dass er einrastet. No? Ich kann auch die zwei jetzt tauschen. Ist egal, es funktioniert trotzdem. Also ich habe beim Motor sind 4 Anschlüsse, glaube ich. Und wenn ich jetzt das Licht noch zusätzlich montiere, stecke ich es einfach rein. Ich kann auch den einen auf den anderen Platz legen. Ist aber auch ein Bussystem, wie ich sehe, ist zum Beispiel das Remote hier, ist durchgeschleift hier. Man kann wahrscheinlich das Remote auch ohne Display direkt anbinden, richtig? Ja klar,
Also rein nur alleine das Remote oder jetzt in dem Fall geht es hier an das Kiox 300 System und von dem System quasi an den Motor. Heißt also, das Kabel, was jetzt hier lang kommt, müsste dann so gesehen direkt da dran. Du weißt aber nicht, ob es so eine Art Hub gibt, wo ich das verteilen kann, wie... Nee, weiß man nicht. Wir werden mal rauskriegen. Also du hast vier Anschlüsse an dem Bosch-System. So, dann hast du eine Bluetooth-Applikation, wo du alles einstellen kannst. Das ist auch neu. Die Anschlüsse sind alle gleich. Das heißt, du schließt sogar das Licht, das externe Licht an den Anschluss. Der muss dann schon ein bisschen was können, der Anschluss, oder? Bedeutet natürlich auch, wenn jetzt jemand noch eine bestehende Lampe oder sowas hat, mit einem alten Anschluss, müssen wir auch ein neues Anschlusskabel dann halt verlegen, ne? Mit der neuen Steckverbindung, weil das ist nicht... kompatibel. Ja, vielleicht gibt es ja da einen Adapter, der oder einfach Adapter nur 12 ähnliches, Volt bringt. Ja. Der entscheidende Punkt ist, das gesamte neue Bosch-System ist nicht rückwärtskompatibel. Alle Systeme, die ich jetzt mit dem, es gibt es ja auch im Modelljahr 22 immer noch, das Best-3-System ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe ein 2 Jahre altes Rad mit einem Bosch-System und ich hätte jetzt gerne den neuen Remote und ich hätte gerne das neue Display. Nein, das geht leider nicht. So, kommen wir nochmal kurz aufs Fahrrad. Was ist denn das für ein Fahrrad, TM? Ja, TM ist so gesehen immer die Variante, die noch ein bisschen abfahrtsorientiert ist, also trailorientiert, deswegen auch vorne ein bisschen mehr Federweg, auch von den Komponenten nochmal ein bisschen robuster, sprich mit der 36er Fox-Gabel beispielsweise drin oder auch einem Dämpfer, der einfach nochmal mehr Performance irgendwo halt auch bietet. Bremsanlage hast du eben schon selber gesehen gehabt, ganz andere Kühlung, ganz andere Dimensionen, auch Felgendimensionen, breitere Felge. Hier ist es im Gesamten einfach so, dass wir nochmal so die Trail-Rakete da drin haben, die also bergunter jede Menge Fun macht. Ich habe immer gedacht, im Bereich Farben, da kommt nichts mehr, da ist jetzt alles erfunden, weil es war ja mal so ein ähnliches Grau, gab es ja mal, ich zeige es mal gerade hier vorne, Cube hat das schon hier in solchen Fahrrädern sehr, sehr oft verbaut. Das war so eine Art Sandfarben. Und jetzt hat man den Military Look. Das heißt, damit kann ich dann auch ins Krisengebiet Burbach fahren. War also, Spaß. Liebe Burbacher, unsere Firma ist ja in der Nähe. Ja, also ja. Es ist im Endeffekt so, dass TM war immer in dem Farbton Grau mit Orange. Und jetzt hat man halt mal für das Modelljahr 2022 was komplett Neues gemacht, was auch in Ordnung ist. Ja. Das heißt also, ob ich Jagdschutz zum Beispiel mache, da kann ich das Rad nutzen. Förster, denn auch der Griff ist grün. Ja. Aber es hat so ein kleines bisschen Military, oder? So ein kleines bisschen. Kleines bisschen vielleicht. Ich glaube, wenn du jetzt die Tarnmarkierung noch drauf machst, dann hat es noch mehr davon. Was wir jetzt, sage ich mal, bei den anderen Rädern gar nicht gezeigt haben, was auch quasi komplett neu ist, ist die komplette Kabelverlegung durch das Steuerrohr. Das heißt also, hier laufen keine Kabel mehr in dem Sinn vorne rein, sondern alles läuft jetzt hier oben über das Steuerrohr, ob Bremsleitung, ob es das Kiox-System ist. Deswegen halt auch, die ganzen Leitungen sind dünner geworden, kleiner geworden, weil ja, irgendwo ist es immer ein enger Punkt, wenn wir zum Beispiel ein Licht nachrüsten und müssen das Kabel noch verlegen, dann kannst du da schon mal die Nerven dran verlieren, wenn das so wenig Platz vorhanden ist, um das wirklich alles sauber zu verlegen. Cool. Ach, wie schön. Ich überlege gerade, was haben wir denn noch nicht gezeigt? Also wir haben auch viele Basics einfach noch nicht mehr gezeigt, weil wir sie einfach voraussetzen. Aber vielleicht zeigen wir es mal. Das fängt an mit dem Schutz des Alu-Hinterbaus. Genau, also auch hier geht auch bei den meisten Herstellern ein Schutzsystem, was einfach genau zum Bike passt, nichts Universelles. Das heißt, wir haben den Schutz auch hier unten, da wo die Kette quasi auch hier hochschlägt. Na, also das was schlägt, auch faktisch passieren kann. Ja, was auch absolut passiert. Das Gleiche haben wir natürlich dann hier oben, ne? Genau dasselbe mit einer Riffelung drin. Die Leitung läuft schlussendlich auch direkt hier durch, ne? Beziehungsweise dann halt auch in den Rahmen hinein. Das sind schon natürlich Sachen, die Details sind oder die, wie soll ich denn sagen, heute eigentlich auch erwartet werden oder ich zumindest mal auch von dem Hersteller erwarte, dass er sich nicht nur das Grobe anschaut, sondern auch die Details schön macht. Und da geht es immer mehr dazu über, dass die Hersteller halt eigene Sachen entwickeln und sagen, Mensch, das können wir auch, wie im Automobil ähnlich. Heute hat jedes Fahrzeug Aluminiumfelgen, früher hast du sie extra bestellen müssen im Zubehörbereich. Ne? Und der neue 750 Watt schon Akku ist allerdings den ganz kleinen und den Rahmengrößen danach nicht
möglich und genau. Ist den größeren vorbehalten. Also da nochmal Rahmengröße XS und S haben weiterhin 625 Wattstunden. Hier ging es einfach nur darum, dass man weiterhin die Performance, das heißt die Fahreigenschaften des Rades beibehalten wollte. Und man, die Ingenieure haben das jetzt in der Art und Weise nicht mit der Brechstange da reindrücken wollen. Und nachher sagt man, Mensch, das Ding geht im Trail aber gar nicht um die Ecke. Ab Rahmengröße M, L, XL ist aber hier natürlich das neue große System. Und dann, wenn wir jetzt auf die kleineren Varianten gehen, die sind auch 200 Euro günstiger. Wenn ich das gleiche Fahrrad nehme, in Rahmengröße XS, haben wir das klassische Kiox-Display dann auch verbaut. Das wäre aber dann eine Rakete. XS könnte ja auch ein 11-Jähriger schon fahren, oder? Ja, also wir gehen da sehr, sehr niedrig vom Rahmen her. Ich habe hier keins stehen, aber in St. Wendel haben wir gerade eins, wo ich wirklich sage, boah, das ist schon echt klein. Und der hat dann eine Rakete. Das heißt also, wenn jetzt einer, ich zeige das mal gerade, es gibt ja viele, viele Kids, die springen, die machen, die tun, die fahren, die trailen, die sind so. Und klar, da sind 5.000 Euro, aber wenn der Papa sagt, ich will das Kind unterstützen, weil es eben Downhill fährt, weil es springt, weil es macht. Ich meine, heutzutage, wenn es surfen geht oder eine Tennisausrüstung, eine Profi-Tennisausrüstung, da bist du ein paar tausend Euro los. Ja durchaus. Und hier ist es halt wirklich so, dass wir... Ski, Snowboard, weißt du, sowas kostet? Ja. Und da kann ich dem Kind eine tolle Freude machen. Jetzt werden die Eltern wieder schimpfen und werden sagen, ein Kind braucht keinen Motor. Habe ich ganz oft gelesen bei mir. Mein Gott, die sollen doch erstmal selber ohne Motor fahren. Warum soll das Kind den Berg hochtreten? Ja. Gut, du kannst es dann noch ziehen. Ne? Mit dem guten System kannst du das Kind noch ziehen. So mache ich das zum Beispiel auch. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich aber was ich direkt vor Ort machen kann. Zum Skifahren muss ich erstmal ins Skigebiet, wenn ich nicht selber dort bin. So, hast du ganz viele XS vorbestellt? Ja, wir haben eigentlich durch die gesamte Bandbreite, weil wir auch sehen, dass Randgrößen auch immer wichtiger werden. Was aber nicht heißt, dass M und L immer noch die gängigste Größe ist, die du verkaufst, ganz klar. So, jetzt bin ich ja hier. Das ist ja zum Beispiel jetzt auch ein 22 Zoll, also ein großes. Genau, jetzt bin ich ja hier vor der großen Qual der... Die Rahmen, wie hast du es genannt, Durchschritts... Überstandshöhe. Überstandshöhe. So, die Überstandshöhe ist gesunken. Jetzt habe ich ja die Wahl. Jetzt kann ich wahlweise jetzt einen XL-Rahmen oder einen L-Rahmen nehmen, wenn ich die Größe erfülle. Wie gehst du denn da vor im Versand? Wenn jetzt einer Kunde kann nicht reinkommen, kann nicht Probe fahren und was soll er denn jetzt kaufen? Also grundlegend ist ja mal die Frage, ob du ein Rad haben willst, was du eher komfortabler orientiert bewegst oder doch eher racelastig, also schon sehr, sehr sportlich. Ich persönlich nutze ein Rad immer eher etwas sportlicher und gehe immer auf die kleinere Rahmengröße. Wie wir es eben schon probiert haben, ich könnte durchaus hier ein 22 Zoll fahren. Meine Rahmengröße wäre aber 20 Zoll, weil das Rad wird ja natürlich dadurch, dass es größer wird, auch etwas behäbiger, etwas träger. Das Steuerrohr wird natürlich halt aber auch länger, das heißt, das ganze Cockpit kommt weiter nach oben und im Verhältnis zur kleinen Rahmengröße erziele ich eine etwas komfortable Sitzposition. Sicherlich, das Oberrohr wird länger, aber durch den Sitzwinkel wandert ja der Sattel auch weiter nach hinten. Das heißt, der Abstand hier verändert sich nach hinten weg. So, diese Beratungsqualität, die du an den Tag legst, können das auch deine, ich sag mal, die entsprechenden Mitarbeiter online rüberbringen? Oder ist das so eine Sache, wo wir sagen, da helfen die Videos schon? Also, im Endeffekt ist es ja immer eine Hilfestellung. Aber jeden, den man am Telefon hat oder man wird weiter verbunden an denjenigen, der das dann auch erklären kann. Weil das ist einfach auch, die jetzt zum Beispiel im Büro sitzen, sind alle sehr, sehr aktiv mit dem Radfahren halt auch. Gerade wir haben Mike ja auch hier gehabt, der auch sehr, sehr viel Rad fährt, der einfach auch die Expertise mitbringt. Wir sehen das ja schon. Ne? Wenn du jetzt zu mir reinkommst, dann weiß ich schon grob, okay, in die Richtung wird es gehen. Und dann arbeiten wir gerade für den Online-Bereich viel darüber, dass wir einfach sagen, wie ist die Körpergröße, wie ist das Verhältnis zur Schrittlänge halt auch. Online-Tools machen nichts anderes. Ne? Also eine Rahmengrößenberechnung, da gibt es ja x, zum einen gibt es eine Formel, zum anderen gibt es aber natürlich halt auch Tools, die das mittlerweile nachberechnen und das dann auch ein bisschen einfacher machen. So, komm, wir gehen mal kurz nach hinten, denn wir sind nämlich heute mal in deinem Logistik-Hub. Ja, das heißt also ähnlich wie Amazon und eBay hast du quasi einen Logistik-Hub. Da kommen ganz wichtige Fahrräder rein, wie zum Beispiel das Cube 120. Ja, wichtiges Fahrrad. Wir haben Vorweihnachtszeit. Das QB heißt das. QB. Das ist, da. Ist das lieferbar mittlerweile wieder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir noch welche haben. So. Und hier sieht man schön,
da kommt ein neues Bosch-System rein und das ist der Mike. Grüß dich, du bist der? Immer noch der Thorsten. Der Thorsten. So, der Thorsten ist Mitarbeiter bei dir. Hast du was gelernt, was ordentlich? Ja, eigentlich bin ich gelernter Straßenbauer, aber schon seit über 20 Jahren im Fahrradbereich, über Schulungen, Weiterbildung etc. Echt, du bist Straßenbauer? Ja, eigentlich schon. Hochbau, Tiefbau? Tiefbau. Tiefbau, das heißt also Asphalt, Maschinen bedienen? Ja, aber schon. Ewig her. 30 Jahre her. Du bist guter Handwerker, muss man sagen, oder? Ich hoffe. So, und die kommen so an, also du hast sie gerade jetzt gehoben aus dem Karton und jedes Rad, das hast du gesagt, ihr werdet also jetzt nicht einen Aufkleber drauf machen, das einfach weiterschicken, sondern der Thorsten hat fast eine Stunde zu tun mit so einem Fahrrad, oder? Je nachdem, wie gut der Tag bei ihm ist, ist er sogar schneller. Aber so kommt es an. Das heißt also, das ist das Endresultat der Serienproduktion. Da sieht man aber auch, wie viel Aufwand Cube betreibt, dass diese Mattrahmen nicht irgendwelche Schleifspuren kriegen, oder? Genau, es gibt immer gewisse Berührungspunkte, zum Beispiel hier auch das Gummi. Wenn das an den Matten reibt, dann kann es vielleicht nachher glänzen. Das sieht dann auch nicht so schön aus. Aber so kommen die an. Haben die ihre Verpackung weiterentwickelt. So, Thorsten, was ist zu tun? Wenn du einfach mal so tust, als wären wir gar nicht da, du musst jetzt erstmal wahrscheinlich Kabelbinder entfernen oder irgendwas machen. Ich kann gerne so anfangen. Normalerweise fange ich mit der Sattelstütze an. Sag mal. Das liegt hier. Achso, das kommt dann einfach mal so. Genau, einfach damit man es. Ach, das ist noch nicht zusammengebaut? Nö, normalerweise nicht. Damit also du ein bisschen mehr Spaß hast, oder? Ja, damit man nicht langweilig wird. Okay. Es ist ja so, Bewegung, das Thema kommt. Jedes Rad wird überprüft. Wenn es dann anschließend wieder in den Karton kommt, ist der Sattel wieder zusammengebaut, die Sachen, passt das denn noch rein? Ja, wir kriegen das hin. Das heißt, das kommt aber schon so, dass der Kunde eigentlich nur noch einen Lenker gerade machen muss, die Pedale dran schrauben, dann kann er schon losfahren? Kommt drauf an. Also es kann schon so sein, dass es aussieht wie hier. Das heißt, das Vorderrad ist quergestellt, die Lenkereinheit ist durchaus soweit fertig, die absenkbare Stütze ist drin, weil das ist halt die meiste Arbeit. Hier oben siehst du ja... Achso, die ist noch gar nicht montiert? Die ist noch gar nicht drin, ne? Wir haben ja keine absenkbare Stütze, ist ja ein Hardtail. Aber normalerweise guckt jetzt hier die Leitung raus mit dem Zug und dann kannst du das miteinander verbinden. Das ist ja jetzt hydraulisch oder ist das die Sattelstützen oder sind die per Seilzug? Das ist eine hydraulische Stütze, die mit einem Seilzug angesteuert wird. Okay, verstehe. Also das ist schon ein Unterschied, also nicht verwechseln mit einer Hydraulikleitung von der Bremsanlage oder teilweise auch RockShox-Komponente, wo du eine hydraulische Leitung hast. Das hat man eigentlich hier bei unseren Rädern bei Cube nicht. Wir verwenden einen Seilzug, aber die Hydraulik der Stütze, wie gesagt, das Hoch und Runter ist... ich weiß was noch. Okay, passt. Also, das ist, Fahrräder kommen so an, das ist jetzt einer von, ich glaube, 5 Plätzen, die du hast, wo du schraubst. Ihr seid den ganzen Tag nur am Schrauben. Das ist der Wareneingang, dass die Leute das auch mal sehen. Was ich zeigen will, ist einfach nur, du machst das seit über 10 Jahren. Das Geschäft hat sich natürlich verX-facht, aber ihr habt ein System entwickelt, wie ihr damit umgehen konntet, oder? Ja klar, also wir haben hier eine maximale Effizienz halt entwickelt, Platz natürlich aus allen Nähten, aber für uns ist es einfach wichtig, dass wir da auch kurze Wege haben und jedes Rad, was wir, sage ich mal, auch rausschicken, zumindest mal auch nochmal zuordnen können, wer es montiert hat oder ähnliches, falls es dann doch mal auch zu einer Reklamation oder ähnlichem kommt. Zeig mal gerade, also hier ist der Wareneingang, gerade eben hat es noch ein bisschen geregnet, was da ist, es kamen noch ein paar Kinderräder, das ist übrigens die berühmte Fahrradklingel, die er montiert hat und so sieht das dann aus und das passiert jeden Tag mehrfach. Das passiert mehrfach, ja. Also hier sind wir jetzt wirklich froh, dass die Räder auch so reinkommen. Die meisten werden jetzt direkt auch verarbeitet. Momentan ist nur der Thorsten da, ist Mittagszeit. Aber da gibt es noch ein paar mehr Kollegen, die hier am Werkeln sind und die neuen Räder quasi zusammen montieren. Super, ja, und das kommt dann rüber. Der Versandhandel über 10 Jahre. Du machst echt viele Räder, muss man sagen. Wir sagen nicht, wie viele, hast eben mich nochmal gerügt, hast gesagt, nee, wir sagen zwar alles, aber das nicht. Aber ich sag mal, du hast nur Räder, die auch verfügbar sind in deinem Shop drin. Wenn du mal gerade zumachst, die Tür, sei so nett, der Kollege. Richtig. Genau, wir zeigen es mal gerade, wir sind in Riegelsberg. Oh, schau mal da, ein Werbeauto für einen neuen Radiosender. Das ist ja Zufall, dass dieser tolle neue Radiosender auf DAB Plus, Saarfunk 1 und Saarfunk 3, jetzt hier so ein Werbeauto hat stehen lassen. Ja, siehst du mal, den haben die mir zur Verfügung gestellt. Nee, Spaß beiseite. Wir sind in Riegelsberg, da ist auch der Sendemast, der Grundnetzsender, wie hier da ist. Ist einer der höchsten Orte, die da sind und hier bist du relativ lange schon. Erstes Ladengeschäft.
Erstes Ladengeschäft, also mit dem Vorbesitzer ist der Standort jetzt schon über 20 Jahre alt. Vorher aber auch schon in Riegelsberg in der kleineren Räumlichkeit. Der ist in Ruhestand gegangen? Der ist in Ruhestand gegangen, genau. Der macht jetzt andere Sachen. Der genießt jetzt das Leben weiterhin natürlich auch. Und für uns ist es einfach wichtig, klar, die Nähe zum Kunden, egal ob jetzt online oder offline, momentan ein bisschen hier noch ein Hindernis aufgrund der Regelungen. Mhm. So, jetzt kannst du auch durch. So, und das ist eigentlich so ein bisschen so das Hub. Ich kann aber auch als Endkunde hier einfach reinkommen, kann auch ein Fahrrad kaufen. So, jetzt kommen wir zum Thema. Wenn ich so ein Fahrrad haben möchte, wir haben ja eben so ein bisschen gewitzelt in einem anderen Video, wie lange wird denn das lieferbar? Du sagst so, naja, im Frühjahr könnte man damit rechnen, sicher bist du nicht. Was muss ich denn anbezahlen, wenn ich das jetzt reserviere? Also es ist so, zum einen haben wir unsere Liefertermine bei dem anderen Herstellern durchaus genau, bei dem anderen sehr ungenau oder vielleicht auch noch gar nicht. Aber in der aktuellen Zeit muss man über die Bank halt sagen, genaue Liefertermine gibt es keine, weil es gibt immer wieder Verzögerungen, Verschiebungen. Wir reden von einer globalen Situation, die keiner direkt immer beeinflussen kann. Wenn du jetzt sagst, du hättest gern dieses Fahrrad und ich sage dir, pass auf, das kommt im Mai, dann zahlst du 200 Euro an für das Fahrrad und wir informieren dich, wenn das Bike kommt. Wir informieren dich auch, wenn der Liefertermin sich verschiebt. Auch das sind, sage ich mal, wichtige Faktoren. Pico, darf ich dich mal was im Vertrauen fragen? Immer. Du würdest niemals Fahrräder verkaufen, die dir von Cube, weil du weißt ja, was du zugeteilt maximal bekommst von Cube, ja. Du würdest aber darüber hinaus keine Fahrräder verkaufen, niemals. Nein, das geht auch nicht. Also wenn wir jetzt... Nein, aber wenn, ich meine, du könntest ja sagen, wir könnten sagen, guck mal an, vielleicht kriegen wir noch welche. Wir haben von der Größe jetzt 10 Stück und jetzt verkaufe ich aber 20. Nein, das wird dir nur zu Ärger. Deswegen bilden wir das auch nicht online ab. Ich will im Gegenschluss, du hast ja, ich sag mal, so eine Art Lieferzusage, du hast ja vorgeordert. Ja. Du würdest die Vororder nicht überschreiten, sondern ich habe eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass ich so ein Rad kriege, weil in deinem Shop sind ja nur Räder, die lieferbar sind. Weil viele stellen ja auch Räder rein, die sagen, ja, kommt im Mai und so weiter, das würdest du nicht tun. Aber was soll ich denn jetzt als Endkunde tun? Soll ich dir eine Mail schreiben, anrufen? Egal, beides ist möglich, vorbeikommen. Also es geht wirklich darum, wir können nochmal nur empfehlen, ein gewünschtes Rad vorzubestellen. Nutzt die Zeit jetzt, vor allen Dingen auch in der Winterzeit. Es ist die ruhigere Phase. Viele schieben das ja natürlich auch immer vor sich her. Das ist wie das Weihnachtsgeschenk am 23. Oh, morgen ist schon Weihnachten, ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk. Ich kann nicht empfehlen, es vorzuschieben, weil es wird wahrscheinlich danach ja so sein. Also wenn ich das Fahrrad jetzt beispielsweise mal nehme, kann ich dir schon garantieren, wenn du jetzt im Februar, März kommst, werde ich keins mehr haben. Es sei denn, es springt ein Kunde ab oder ähnliches, das kann immer mal sein. Wir haben auch Möglichkeiten, über den Hersteller manche Räder zu tauschen. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur noch einen 22 im Rückstand, wir brauchen aber jetzt einen 20er, gibt es vielleicht jemanden, der sagt, okay, wir tauschen und dann habe ich es trotzdem wieder möglich gemacht. Das ist immer, also wir haben Optionen bei den Herstellern, nur müssen wir immer gucken, wie die dann auch aussehen. Also wir können nie pauschal sagen, das weicht auch schon komplett bei der nächsten Rahmengröße ab. Ne? Das eine ist vielleicht im März, das andere wäre aber vielleicht erst im Juni oder ähnliches. Okay, du weißt aber am Telefon kannst du sagen, okay, das haben wir in der Vororder, das ist sehr wahrscheinlich, das kommt. Und mit großer Wahrscheinlichkeit kommt es ja dann auch. Man weiß zwar nicht ganz genau wann. Je nachdem, wie sich die Liefersituation entwickelt und vielleicht auch die Hersteller von den Produzenten vielleicht auch nichts mehr geliefert bekommen und nachher 10% fehlen. Das kann ja auch passieren. Aber ich habe den Riesenvorteil. Die 200 Euro sind nicht weg, sondern du sagst, alle Cube-Räder und auch alle Räder, die im Moment bestellt sind, auch die 200 Euro, wenn der Kunde sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf zu warten, einfach ein kurzer Anruf, hat es vielleicht irgendwo anders bekommen, dann kriegt er das Geld auch zurück. Oder sieht ein anderes bei uns und sagt, Mensch, ich würde doch das nehmen, das steht doch direkt hier. Muss aber nicht. Das heißt, er kriegt dann sein Geld zurück und nicht einen Gutschein für einen Helm. Genau. Gut, das wollte ich nur fragen. Also das ist es so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Geht auf die Webseite WeCycle. Dreh dich mal bitte um, Nico. Da steht es ein bisschen deutlicher. WeCycle.de. Ich überlege, ob ich mal so einen Hoodie kriege von dir eigentlich. Da würde ich auch Werbung machen, aber egal. WeCycle.de. Es gibt einen tollen Webshop und es gibt zwei Präsenzorte. Wir sind jetzt hier in Riegelsberg. Nicht zu vergessen ist natürlich St. Wendel. Das ist ein wahnsinnig toller Standort in einem Fachmarktzentrum. Gegenüber ist eine bedeutende Firma, nämlich Fressnapf. Unser Hauptdrehort eigentlich, ne? Weil da geht aber die Post ab durch Fressnapf. Ja, weil wir da natürlich ein bisschen mehr Platz haben, auch um die Räder zu zeigen. Hier ist es natürlich sehr, sehr beengt. Aber hier war jetzt für dich heute auch der Weg kürzer, weil ich habe ja gesagt, du musst sofort kommen. Die neuen Bosch-Systeme sind da oder die neuen Cube-Räder. Wir fehlen nämlich heute noch einen Formel-1-Rennwagen, ja, von Renault.
den wir, also der mit, auch mit Carbon viel zu tun hat und so, um 15 Uhr. Da habe ich gesagt, ich komme vorbei. Und da ja der andere Kollege K.G. gestern Weihnachtsfeier hatte und deswegen nicht drehen konnte, haben wir gesagt, nutzen wir die Zeit. Lieber Hinterkollege, gute Besserung. K.G. So, vielen Dank fürs Einschalten. Heute am 9. Dezember 2021 das neue Bosch BES4-System. Ich habe schon gelernt, mit der Remote, der Bosch Remote und diesem hervorragenden Kiox 300. Ich kann hier anfangen. Und dieser tollen Magura Bremsanlage, die ich auch übrigens auch gerne hätte, denn meine hat nur 2 Kolben statt 4 Kolben, aber sie bremst tatsächlich auch. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Ciao.